Erstmal herzlich willkommen zur Pressekonferenz anlässlich unserer ersten Punktspiele gegen den TSV Havelse. Und ich bitte den Gästetrainer um sein Wort. Ja, wir hatten erst Probleme ins Spiel zu kommen, sind den Ball hinterhergelaufen, haben zu tief verteidigt und uns, wir haben natürlich Norderstedt vorher beobachtet und das ist natürlich klar, wir haben uns auf Norderstedt vorbereitet und haben auch gesehen, dass die sehr viel mit Positionswechseln arbeiten, mit Bionic Nummer 14, der von 8 immer wieder gut sich auch in die Kette fallen lassen hat, uns da immer wieder vor Probleme gestellt hat, wenn sie dann eine Seite überlagert haben, wo wir nicht in die Zweikämpfe gekommen sind, hinterhergelaufen sind, trotz von außen immer wieder intervenieren, in die Position schieben und so weiter, haben wir es leider in der ersten Halbzeit nicht so richtig auf den Platz bekommen. Erste Viertelstunde, 20 Minuten große Probleme gehabt, haben wir dann mit Verlauf der ersten Halbzeit besser gemacht. Zweite Halbzeit dann auf jeden Fall, dann waren wir da, haben höher verteidigt, ein Stück weit höher verteidigt, zum Schluss dann noch höher verteidigt und waren dann besser wirklich da in den Zweikämpfen. Das war so ein großes Problem. Norderstedt hat im Ballbesitz einen Plus auf jeden Fall gehabt. Haben uns auch dann so ein bisschen aus dem Tritt, aus unserem Spiel bringen lassen, was das Spiel mit dem Ball angeht. Und da haben wir uns ein bisschen einschüchtern lassen und auch unnötige Ballverluste gehabt, was wir eigentlich technisch nicht haben. Wir waren sehr, sehr gut vorbereitet, haben auch heute das Formspiel wirklich gut gemacht. Da war ich wirklich sehr zufrieden, auch der Fokus war da. Müssen an der Robustheit noch zulegen, das hat man gesehen. Norderstedt eine sehr robuste, erwachsene Regionalliga-Mannschaft. Und da waren wir teilweise zu brav, haben uns wegschieben lassen. Ich denke mal, ich hätte gerne noch 10 Minuten länger gehabt, weil wir sind von Minute zu Minute besser ins Spiel gekommen. Aber ein Spiel geht halt nochmal 90 Minuten und das war dann zu Ende. Und unter dem Strich würde ich sagen, es ist ein gerechtes Termin. Wir hatten noch einige gute Strafraumsituationen, die wir schlecht ausgespielt haben. Geht da an, dass die erste Situation, die größte Chance der ersten Halbzeit, von Marco Schleef reingespielt auf Marco Drafs, den er leider zentral auf dem Keeper spielt, aber auf Norderstedt hatte die eine andere Möglichkeit. Lässt in der ersten Halbzeit die Tom sehr, sehr gut pariert und der wirklich eine ordentliche Partie gespielt hat, als Ei und Torwart dort Ruhe ausgestrahlt und es wirklich, wirklich toll gemacht hat. Gut, danke. Wo wir zu Fragen kommen, wie unseren Trainer und sein Statement? Ja, es war schon viel dabei, was ich glaube ich auch eins zu eins übernehmen kann. Wir sind mit dem Ergebnis, können wir leben. Ja, das würde auch sagen, dass wir insgesamt über die 90 Minuten mehr vom Spiel hatten. Ja, die aktivere Mannschaft waren, die mehr Ballbesitz hatte, die auch wirklich dann versucht hat, auch sich Chancen zu erspielen, was wirklich nicht einfach war. Die Situationen, die wir dann kreiert haben, da hat dann der letzte Pass gefehlt. Ja, wir haben dann oft das, was wir uns vorgenommen haben, diese Durchbrüche über den Flügel geschafft. Haben es aber nicht geschafft, den letzten Ball auch präzise zu spielen und wirklich eine hundertprozentige Torchance daraus zu machen. Und wenn man das dann über 90 Minuten sieht, dann ist das eben so, dass ein Spiel 0-0 ausgeht oder zumindest vorne 0 steht. Was dann wiederum positiv ist, ist, dass wir hinten die 0 gehalten haben, dass wir über die 90 Minuten ordentlich verteidigt haben, bis die eine Szene, die der Kollege ja auch schon beschrieben hat, keine klare Torchance zugelassen haben. Das ist positiv und das ist dann auch das, was wir mitnehmen aus diesem Spiel, ja, dass wir defensiv ordentlich gearbeitet haben, ja, dass wir sicherlich nach vorne noch Luft nach oben haben, was das Torwartsehen betrifft, das ist offensichtlich. Aber dem werden wir uns jetzt in den nächsten Tagen und Wochen widmen und dann werden wir da hoffentlich auch die Dinge wieder so zu Ende spielen, dass am Ende auch dann 3 Punkte dabei rauskommen. Ich denke, zum Auftakt war es heute in Ordnung. Ich habe es der Mannschaft auch gesagt, dass ich absolut einverstanden bin mit der Leistung, mit der Art und Weise. Wie gesagt, jetzt müssen wir dann nach Jeddelo fahren und versuchen, dort den ersten Dreier einzufahren. Aber alles in allem ordentlicher Auftritt von meinen Jungs. Danke. Fragen von Seiten der Presse? Fabi, wird das Spiel überschattet von der Verletzung von Philipp Müller? Definitiv. Ja, das ist natürlich wirklich ein ziemlich herber Verlust. Also eine sehr, sehr bittere Geschichte, die mir wirklich auch persönlich wehtut, auch für den Jungen unfassbar leid tut. Der so viele Rückschläge schon bekommen hat in den letzten Wochen und Monaten und auch in dieser Vorbereitung immer mal wieder so ein paar Probleme hatte, eine Corona-Infektion und auch überstanden hat und dann wieder gearbeitet hat, jetzt dann so weit war, dass wir ihn auch heute noch einsetzen konnten. Und dann passiert nach 3 Minuten oder waren es überhaupt 3 Minuten, dann
So ein Unglück. Wir haben noch keine Diagnose, aber was man so hört, wie es sich auch auf dem Platz angehört und wie es sich anfühlt, scheint das dann doch eine etwas schwierigere Kniegeschichte zu sein. Ja, das haben wir heute dann an der Stelle, dann haben wir heute 0-0 verloren. Was ist mit Yannick? Den musst du dir auch dann auswechseln? Ja, Yannick hatte in dieser Zweikampfsituation, als er dann ins Mittelfeld dann mit dem Ball vormarschierte, im Zweikampf hat ihm dann der Muskel dazu gemacht. Das ist aber eine Geschichte, die wird sich sicherlich ein bisschen Regeneration am Montag dann wieder beheben lassen. Also das war nur eine Vorsichtsmaßnahme, dass wir ihn dann runtergenommen haben, weil wir natürlich wussten, dass wir hinten auch wirklich absolute Energie brauchen und vollen Fokus brauchen und einen auch Spieler brauchen, die auch das Tempo dann im Zweifel mitgehen können, wenn es dann irgendwie Gegenstöße und Kontersituationen gibt. Und deswegen haben wir da auch dann reagiert und André eingewechselt. Unser Spieler ist hart joy und sehr, sehr aktiv. Woran hat das konkret gefehlt? War teilweise die Boxbesetzung nicht so gut? Oder sagst du auch mal, teilweise, wenn sie sich durchgespielt haben, da muss dann auch mal ein Abschluss kommen? Wir haben öfter gesagt, wenn ich jetzt nochmal aus dem Haus, dann den Zug zum Tor zu nehmen und einfach mal zu schießen. Ist es das auch, woran ihr arbeiten müsst? Ja, klar, ist natürlich die Balance zu finden. Ne? Wann ist die Situation so, dass ich wirklich dann auch mal selber den Abschluss suchen muss, wenn ich da über den Flügel mich durchsetze? Und beide hatten da wirklich gute Aktionen. Mhm. Ja, waren sehr aktiv heute. Haben ein gutes Spiel gemacht, aber wie gesagt, diese letzte Situation, der letzte Pass oder die letzte richtige Entscheidung, die haben sie heute leider nicht getroffen. Ja, ich erinnere mich an eine Situation, wo Kanmin sich überragend den Ball erobert, sich über den rechten Flügel in der zweiten Halbzeit durchsetzt und dann fast zu viel Zeit hat, weil hatte man das Gefühl, als er dann den Kopf hoch nahm, geguckte, wo spielt denn hin und dann den Weißen in die Füße, was dann natürlich Pech war, beziehungsweise ärgerlich ist in der Situation. Ja. Aber die Jungs haben schon gezeigt, dass sie wissen, wie es geht und dass sie das richtige Timing dafür finden. Und das werden sie auch in den nächsten Wochen dann wieder finden. Heute war es leider nicht so. Mhm. Ja, dann schießt man keine Tore. Du hast heute dafür entschieden, Philipp auf die 6 zu setzen und dann Hunig einen vor. Was hat dafür für Philipp gesprochen heute? Ja, alleine schon seine Passsicherheit, seine Ruhe am Ball im Aufbauspiel, ein ganz wichtiger Spieler für uns. Ja, also er hat natürlich. Gerade wenn wir Situationen haben, wo wir sagen, jetzt hier können wir, wollen wir das Spiel gestalten, wollen wir selber auch unsere Situationen mit Ball suchen, ist Phil natürlich ein ganz wichtiger Spieler für uns. Er hat eine Riesenqualität, seine Pässe sind da präzise, man kann unter Druck anspielen, hat da eine gute Ruhe am Ball, Ballsicherheit. Von daher hat das dafür gesprochen. Das haben wir oben von der Tribüne gesagt, das ist eigentlich ein Spiel nochmal für Lüne, der in der Box denn seine Stärken hat. Warum habt ihr ihn so in den letzten 20 Minuten gar nicht mehr so richtig ins Spiel bekommen? Ja, ist natürlich schwer dann. Ne? Also der Gegner, wie der Kollege auch schon gesagt hat, der Gegner läuft dann höher an. Das heißt, die Bälle kommen dann auch nicht mehr so präzise und dann werden sie dann unter Druck gespielt. Dann ist es A für Lüne natürlich auch schwer, diese Bälle dann, die nicht so ganz genau gespielt sind, zu verarbeiten und zu halten, zu behaupten den Ball dann gegen dann auch eine starke Innenverteidigung des Gegners. Dem war es eigentlich geschuldet. Ja, wenn ich würde behaupten, wenn man die Situation vielleicht eine halbe Stunde früher gehabt hätte, als der Gegner noch nicht im Anlauf noch nicht so hoch war, dann wäre es für Lüne sicherlich dann auch leichter gewesen. Jetzt war es so, die Situation, er hat sich trotzdem da natürlich gut bewegt, hatte zwei, drei Situationen, wo er dann auch dann die Außenstürmer nochmal in Szene setzen konnte. Aber ja. Okay. Wie war die Nacht vor dem Spiel? Die war super. Alles gut. Nein. Ich möchte nicht ins Detail gehen, aber ich habe ruhig geschlafen. Meine Frau lag daneben. Das war nicht, das alle da, die da zu Hause sein sollten? Nein, also nicht irgendwie übermäßig nervös gewesen, oder? Nee. Also wirklich nicht, nein. Also es war natürlich mal eine gewisse Anspannung da, wie es dann immer so ist, vor dem ersten Spiel in der Saison, ist ja ganz klar. Aber mehr auch nicht. Gut. Da es gar nicht mehr Fragen gibt, scheinbar. Wobei die Frage kann ich auch an den Trainer, an den gegnerischen Trainer noch stellen. War auch das erste Spiel jetzt als Chefcoach, ne? In der Regionalliga, oder? In der Regionalliga, ja. Ja. Richtig. Und war auch was Besonderes? Oder? Auf jeden Fall was Besonderes. Es war schön, der Moment dann hier, als wir angekommen sind, wir waren recht früh da, dann hier auf den Rasen zu treten und zu sagen, ja, wir haben Bock, wir sind da, es hat riesig Spaß gemacht und es war ein tolles Gefühl. Mhm. Okay, dann danke ich, wünsche euch ein schönes Wochenende, Restwochenende und bis zum nächsten Mal. Danke.